Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Emma Bauer ist COO von ClipKit. ClipKit vermarktet Videos, ClipKit bietet Verlagen, aber auch Videocontent an. Frau Kammerbauer, wo sehen Sie Verlage in Bezug auf Videocontent? In Bezug auf Videocontent wahrscheinlich noch eher am Anfang der Reise. Es gibt viele, die bereits verstanden haben, dass Video ein sehr interessantes Medium ist, das die Nutzer auf der Seite bindet und die selbst produzieren. Es gibt aber sehr viele, die noch am Beginn der Reise stehen und sich mit dem Thema Online-Video, Mobile-Video tatsächlich jetzt erst beginnen zu beschäftigen. Wo sehen Sie das Problem? Ist es die strukturelle Überforderung bei all den neuen Dingen, die so auf alte Printhäuser zukommen? Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Herausforderungen, die eben auf den gesamten, zurückzuführen sind auf den gesamten Switch offline zu online. Das Thema Video hat nochmal andere Herausforderungen durch das Thema Bandbreite, Technologie, Streaming-Technologien, Player-Technologien. Da wird das Ganze noch ein bisschen potenziert und sicherlich genau wie das Thema Mobile einfach nochmal zu einer größeren technischen Herausforderung auch für größere Infrastrukturen, für größere Organisationen und Verlage. Was raten Sie Verlagen, um kostengünstig eigenen Videocontent zu bekommen? Erstmal starten. Letztendlich ist das immer eine Frage der Akzeptanz der Leser und wie bei allen Themen dann auch eine Frage, was akzeptiert wird. Und das, was akzeptiert wird, wird immer dann in dem Moment auch wachsen können durch den Zuspruch des Lesers. Also starten. Nun ist die Frage, wenn man mal gestartet ist, man will ja irgendwann damit auch Geld verdienen. Kann ein Verlag mit Videos aus der vorpommerschen Pampa tatsächlich auch Geld verdienen, das erfolgreich auch vermarkten? Wahrscheinlich nur mit Videos aus der vorpommerschen Pampa wird es ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie viel da so passiert, aber das könnte natürlich ein bisschen dünn sein für tatsächlich das Beschäftigen einer großen Leserschaft. Aber es gibt immer die Möglichkeit, das mit überregionalen Inhalten zu mischen. Und ich glaube schon, dass es sich auch für kleine Verlage mit einer guten Mischung durchaus rechnen kann, das Thema anzugehen und auch zu vermarkten, ja. Da kommen Sie dann ja auch ins Spiel. Was bietet ClipKit da an? ClipKit bietet zwei Dinge an. Einmal die Vermarktung schon bestehender Inhalte, aber auch gerade für die Verlage, die das Thema neu angehen wollen oder auf eine andere technologische Plattform setzen wollen, den Zugang zu Player-Technologie und den Zugang zu neuem Content, inklusive Streaming und all dem, was technisch eben dazugehört. Also da unterstützen wir eben als Dienstleister, als Technologieanbieter ganz gezielt und rein für den Konsum und die Distribution von Online-Video. Das heißt ganz praktisch, was liefern Sie mir, wenn ich jetzt zum Beispiel die Mittelbayerische Zeitung bin? Was bieten Sie mir für Videos an? Wie sieht das dann nachher auf meiner Seite aus? Das sieht genauso aus, wie Sie als Mittelbayerische Zeitung das haben wollen. Also Sie können sich da einen Player aussuchen, den können Sie konfigurieren. Sie können eigene Inhalte mit fremden Inhalten mischen, alles professionelle Inhalte. Sie können alles so anpassen, dass das genau so aussieht, wie Sie das wollen. Wir als ClipKit sind neutral und verstehen uns als Enabler von der mittelbayerischen Berichterstattung. Wie rechnen Sie das Ganze ab? Gibt es ein Abo-Modell? Rechnen Sie pro Video ab, was ein Verlag auf seiner Seite laufen hat? Wie funktioniert das? Das sind tatsächlich in dem Moment Kosten, die auftreten, sobald jemand ein Video schaut für Hosting- und Streaming-Technologie und dann auch für den Content. Das kann in der Regel aber sehr, sehr gut gegenfinanziert werden durch einfach die Möglichkeit der Vermarktung, sollte der Verlag das wünschen. Welche Chancen oder welche Potenziale, besser gesagt, sehen Sie noch in der Online-Video-Vermarktung? Ist da eine große Nachfrage? Die sehen wir definitiv. Die sehen wir definitiv auch durch einfach eine Verbreiterung von Technik und einer Verbreiterung letztlich auch von Inhalten auf mobilen Endgeräten. Also der Konsum nimmt stetig zu. Die Nachfrage der Werbekunden, eben für die Kunden, die die Vermarktung haben wollen, nimmt ständig zu. Und ich denke, dass da noch ein ganz großes Potenzial zu holen ist, insbesondere für Verlage.